Sixpack in nur einer Woche, so soll es anscheinend funktionieren. Seien wir doch mal ehrlich, Leute, wir wollen doch alle ein richtig krasses Sixpack haben, beziehungsweise einen flachen Bauch haben. Oh, holy sch**. Ich muss auch ausschalten. Ich habe mir gerade so den Finger wegbrennt. Das bin ich und das ist einer dieser Bauchweggurte. Wie wir alle wissen, benötigt es, um einen trainierten, flachen Bauch zu bekommen, viel Disziplin, eine gesunde, ausgewogene Ernährung und viel hartes Training. Aber weil die genannten Faktoren so gut wie gar keinen Bock machen, habe ich mir gedacht, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, um trotzdem ein Sixpack zu bekommen? Und da habe ich diese Werbung entdeckt. Das ist ja der Cristiano Ronaldo, oder? Wenn der dafür Werbung macht, dann muss es wohl funktionieren, oder? Und deshalb mache ich das Selbstexperiment. Ich werde den App Simulator in den nächsten 7 Tagen jeden Tag für 30 Minuten auf meinen Bauch geben. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das Ergebnis nach 7 Tagen hat mich wirklich schockiert. Okay, das ist jetzt vielleicht der Teil, der ein bisschen cringe ist, aber ihr wollt natürlich meine Form sehen, bevor ich mit der Challenge starte. Ich habe jetzt nicht extrem viel Sixpack, ich habe leichte Ansätze. Deswegen würde ich sagen, bin ich auch ja, sehr gut für die Challenge geeignet, weil vielleicht sieht man nach den 7 Tagen mehr und ich bin mega gespannt, wie gesagt. Jetzt muss ich mir natürlich nur noch so ein Teil bestellen. Das Internet ist voll mit solchen Bauchstimulatoren und genauso groß wie die Auswahl ist auch die Preisspanne. Von 10 Euro bis 150 Euro war einfach alles dabei. Da das Budget als kleiner YouTuber nicht gerade das größte ist, habe ich mich für eine sehr günstige Variante entschieden. Also, das Teil besteht aus mehreren Teilen anscheinend. Das muss man jetzt zuerst zusammenbauen. Das ist anscheinend das, was man sich dann auf den Bauch raufgibt. Okay, es gibt eine Bedienungsanleitung. Die Teile müssen jetzt erstmal aufgeladen werden mit diesem USB-Teil. So, hier laden jetzt die kleinen Butschis mal auf und dann probiere ich das in 10 bis 15 Minuten nochmal. So, ich werde mir jetzt die Elektroden draufklatschen. Also theoretisch da, wo das Sixpack sein sollte. Da ist so ein Kleber drauf, also so ein Gummi. Ich würde sagen, das erste Workout kann somit starten. Ich schalte es mir ein bisschen an, muss ich sagen. Okay. Ich spüre genau gar nichts. Hä? What the fuck? Oh, was ist, bist du? Oh, oh, ich tu der Bist. Zusammengefasst passierte gerade nichts anderes, als dass sich meine Muskeln durch elektrische Impulse unkontrolliert zusammenziehen. Normalerweise gibt das Gehirn den Muskel den Befehl, sich zusammenzuziehen, zum Beispiel beim Bizepscurlen, um die Stange nach oben zu bewegen. Durch das Zusammenziehen unter Spannung entstehen im Muskel kleine Risse, die zusammen mit einer proteinreichen Ernährung dazu führen können, dass der trainierte Muskel wächst. In diesem Fall geschieht das Ganze aber über Strom. Das führt zu einem sehr komischen und krampfhaften Gefühl. Ja, es fühlt sich gut an. Ja, kauft es euch! Was tut weh? Ich muss auch ausschalten! Ich hab mir gerade so den Finger wegbrennt! Als nächstes musste ich natürlich meine Freundin nerven. Oh no! Okay, ich tue es. Die Überzeugung. Das ist das Einige, was ich glaube, das ist verkehrt rum auf, dann sogar. Echt jetzt? Ja. Boah, man, das ist so grindig. Das ist irgendwelche Blutegel auf deinem Bauch. Und weil ich so ein guter Freund bin, muss ich natürlich auch bei ihr die volle Stärke einstellen. Oh, du Die Challenge konnte also starten und deshalb trug ich von nun an jeden Tag in so gut wie jeder Situation den Bauchsimulator. Aber dann geschah das. Jo Leute, Tag 4 der Challenge ist gestartet und ihr hört es an meiner Stimme, ich bin leider ein bisschen krank geworden. Das sollte uns aber nicht davon abhindern, trotzdem hier richtig geil ins Training zu gehen. Also ging ich trotzdem weiterhin jeden Tag brav ins Training. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, habe ich natürlich auch auf die Ernährung geschaut. Und zwar habe ich natürlich meine Kalorien ein bisschen zurückgeschraubt, beziehungsweise habe auch die Proteine in meiner Ernährung einfach ein bisschen erhöht. Und dabei helfen mir auch die Protein-Pancakes von Protein Works. Zum Beispiel hier Banana Chocolate Chip, richtig geiler Geschmack. Und darüber gebe ich mir dann meistens, weil ja Honig und andere Sirup-Arten extrem viel Zucker haben, so ein Zero-Sirup, geiles Wort, richtig geil, oben nochmal drauf, weil das hat einfach 0 Kalorien, kann man sich richtig die Pancakes drin ertränken und dann, oh, dann drippt es so richtig geil runter und dann schnabuliert man sich das hier rein, ohne Scheiß, wie ganz normale Pancakes. Und nebenbei bemerkt, läuft natürlich auch hier gleichzeitig, jo,
der App Simulator. Falls du Supplements für deine Diät bzw. für den Muskelaufbau brauchst, dann check gerne den Link in der Beschreibung ab und spare 10% auf deinen gesamten Einkauf bei Proteinworks mit dem Rabattcode MarcelTPW. Kunde, darf ich das haben? Du darfst es haben. Meine Freundin war glücklich und die Challenge konnte weitergehen. Nach einer Woche langem intensivem Bauchtraining mit dem Bauchsimulator war ich nun extrem gespannt auf das Endergebnis. Jo Leute, ich bin gerade erst aufgestanden, ihr seht es noch an meinem Gesicht. Heute ist der 7. Tag der Challenge, das heißt, heute ist der Entscheidungstag. Ich werde mich jetzt gleich vor den Spiegel stellen und dann werden wir sehen, ob sich was in den letzten 7 Tagen verändert hat. Ich meine, man sieht schon leichte Veränderungen. Das liegt aber eher daran, dass die ersten Aufnahmen am Abend mit vollem Bauch waren und die zweiten am Morgen auf nüchternem Magen. Also Leute, als Fazit kann ich sagen, ich glaube nicht, dass sich da wirklich was getan hat, ja. Also ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren abstimmen oder runterschreiben, was ihr denkt. Hat sich was verändert oder ist alles gleich geblieben? Heißt das, der Bauchsimulator ist ein Scam? Jein. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du ihn für mehrere Monate benutzt und gleichzeitig einen niedrigen Körperfettanteil hast, er schon etwas bewirken kann. Aber verabschiedet euch vom Gedanken, dass er euer Bauchfett wegschmilzt, weil das wird nicht der Fall sein. Wenn du also wirklich wissen willst, wie du schnell einen Sixpack bzw. einen flachen Bauch bekommen kannst, dann klick jetzt hier auf dieses Video. Da gebe ich dir wirklich ein paar geile Geheimtipps raus, was du machen kannst, damit es schnell passiert. Weil ob dir so ein Bauchstimulator dabei helfen wird, einen Sixpack zu bekommen, daran zweifle ich jetzt schon ein bisschen.